Ja, besser ist das, dass wir abhauen. Wir haben auch noch was anderes vor. Ach, jetzt war ja nicht Rechtsklick. Ah. So, was haben wir hier? Niewinter, Burger, Burger. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, hier sind ja. Ist hier nicht auch noch nicht? Das sind auf jeden Fall Stände. Moment, was ist da hinten? Da hinten ist was. Da wollen wir noch mal eben nachkicken. Hier sind zumindest ein paar Schläger. Ich verstehe. Ich versuche euch zu sagen, erbärmlicher Gnom, dass ihr euer gesamtes Inventar zertrümmern, wenn ihr uns nicht bezahlt. Oh, ihr seid auf Schutzgeld aus. Warum habt ihr das nicht einfach gesagt, statt über zerbrochenes Geschirr zu faseln? Überlasst sie mir, Boss. Das lohnt sich nicht. Moira schickt uns immer wieder mit zu ihr, wenn wir ihr Geld nehmen. Ja, gibt es hier ein Problem? Ah, die Stadtwache. Kein Problem, Wache. Diese Herren klären mich nur in ein paar Belangen auf. Ihr müsst euch nicht den Kopf zerbrechen. Stimmt, nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Sucht jemanden anderen zum belästigen Hund. Für mich sieht es so aus, als würdet ihr diesen Händler erpressen. Es ist wirklich alles in Ordnung. Ich muss zugeben, ich habe mich auf diesen Tag gefreut. Was meint ihr? Es bedeutet, dass ich es geschafft habe. Sie würden schließlich nicht von jemandem Geld wollen, der ohne Erfolg ist. Ich sehe das als Aufstiegsritual. Na bitte, noch nicht einmal der Gnom beschwert sich. Warum lasst ihr uns nicht einfach in Ruhe? Was ihr tut, ist illegal. Ich verhafte euch hiermit. Das Gesetz ist, was es ist, und niemand kann mir vorwerfen, ich wäre nicht gesetzestreu. Vielleicht kann ich mit einem eurer Rivalen ins Geschäft kommen, meine Herren. Ihr hättet gehen sollen, als ihr die Chance hattet, Hund. Ihr stellt euch uns nicht in den Weg. Kommt mal bei uns im Hund, Jungs. Ihr Gnomen, bleibt, wo ihr seid. Wir sind noch nicht fertig mit euch. Hier wird es keinen Schutz der Erpressung geben. Nicht solange wir hier Wachdienst halten. Wenn, dann werden wir die Einzigen, die hier Schutzgelder pressen. Ja, hau deine Zauber raus. Ich erlaube es dir. Sehr schön. Ich werde mich auch nicht ganz so viel um die Gruppe kümmern. Und dann glaube ich doch die KI-Modus anlassen. Es ist halt einfacher dabei dann zu kommentieren und es läuft ja auch ganz gut. Ich werde nur noch mal in den Einstellungen das bearbeiten. Jetzt reden wir noch mal mit dem netten Gnom. Ach, ihr mal wieder. Wollt ihr meine Waren ansehen? Mal sehen, was ihr habt. Ja, wir wollen mit ihr handeln und wollen ein bisschen mistlos werden. Was haben wir hier? Untersuchen. Rezeptbücher erhalten, arkane Formeln. Rezeptbücher. Ich werde aber keinen Handel machen. Kein. Nein, ich werde kein Handwerk machen. Diebeswerkzeug geht dahin. Grünstein weg. Funkelnde Halskette weg. Pfeile gehen hier rüber. Blutstein geht weg. Obsidian geht weg. Teilweise Genesung, ja, erstmal weg. Trankgleiche Wunden heilen. Bärenstärke, Kupferhalskette. Das bleibt erstmal so, wie es ist. Tote beleben, Stirnreif des Intellekts. Gehen wir mal darüber. So. Hier von nix. Ja. Du hast nichts zu Ja. verkaufen. Nur du hast das Verstrickungsbeutel. Weihwasser kann weg. Das ist eh nichts wert, das können wir so Was lassen. ist los? Du darfst den Stirnreif der Intelligenz anlegen, weil hast ja sowieso nichts. Robe der schillernden Farben. Was kann die denn? Ja. Gegenstand Rüstung. Gebrauch. Benommenheit. Ja, toll. Stiefel der Zähigkeit. Rüstungsbonus plus 1, Verbesserungsbonus Konstitution. Wie viel Kohle haben wir denn? Dann nehme ich die nehme ich mit. Haben wir schon so Ja. eine Stiefel? Wir haben Neshas flinke Stiefel. Geschicklichkeit plus 3. Ja. Du hast noch keine Ja. Stiefel. Du hast schwache Turnerstiefel. Turn plus 4. Ja. Wenn du die jetzt anlegst, bringt Ja. nicht ganz so viel. Ich würde die jetzt an. Was ist Achso, los? erstmal rausziehen und dann. Ja. Rüstungsklasse 22. Ja. Ja.
Ja? Ja, rausziehen erstmal und dann hier rüber. Ja. Ja, wir geben den wegen der Rüstungsklasse. So, Rüstungsarmschienen plus 2. Funktioniert. Ach, du hast schon welche. Sollte ich mal drauf achten. Ich kann euch helfen. Aber dir bringt das noch einen Punkt. Schutzarmhang, Rüstungsklasse plus 1 Ablenkung, Resistenzumhang, verbesserte Rettungswürfe universell. Ja, darfst du haben. So, haben wir hier noch was? Du hast. Gürtel fehlt uns hier noch. Ist hier nicht. Ach, Waffen gibt es hier auch noch. Rüstungsbonus plus 2, Kampfstab plus 2, Frostputzen, Feuerpfeil. Ja. Später irgendwann. Ja. Hier irgendwelche Zaubersprüche, Amulette, Ringe, Schutzring. Das ist doch schön. Aber da haben die Ringe und sowas, können wir bei uns, glaube ich, später. Da finden wir auch noch Sachen. Lassen wir es jetzt erstmal so, wie es ist. Wir haben ein paar Sachen geholt. Quirra hat auch ein bisschen besseren Schutz jetzt. Und dann lassen wir das jetzt so stehen erstmal. Wir haben einen Händler gefunden. Wir werden auch im Handelsviertel noch bessere Händler finden. Und, oh ja, mein Lieblingshändler ist. Oh, ich werde mich so freuen. Weltkartenübergang. Wir wollen in den ins Handelsviertel. Wo haben wir das denn? Da. Händlerviertel. Wir reisen in ins Händlerviertel. Und dann werde ich im Händlerviertel diese Aufnahmerunde erstmal wieder beenden. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Es sei denn, es passiert jetzt irgendwas Interessantes. Dann werden wir erstmal das nochmal schauen. Ansonsten. Ne? Es wird entfernt, wird geladen. So, wir haben. Ah, doch, hier ist noch irgendwas. Dieses kleine Event nehmen wir noch mit. Ihr enttäuscht mich. Ich dachte, ihr werdet nicht so leicht zu finden, Nishka. Lelden sucht euch schon seit geraumer Zeit. Wenn ich nicht gefunden werden wollte, würdet ihr noch im Dunkeln tappen, Trammel. Sagt Lelden, er soll es bleiben lassen. Oder ich komme ihn holen. Ja, wir haben bereits andere Rolf bei der Lady, die Leiden geschickt hat, trammelt. Geht und ihr bleibt am Leben. Lelden bezahlt mir hierfür nicht nur Gold. Ich werde auch sein Partner, sobald ich ihm deine entzückenden Hörnchen bringe. Ihr macht das, um Leldens Partner zu werden? Glaubt mir, wenn ich euch töte, tue ich euch damit einen Gefallen. So, letzte Chance, Trammel. Geht weg. Ihr tut so, als hättet ihr irgendeine Wahl. Ihr werdet alle gesucht. Und ich will abkassieren. Na los, du Dämonengöre. Lass mal sehen, ob du so schwer zu töten bist, wie man sagt. Ja, stirbt. So, da hat der Feuerball wieder volle Kanone eingesetzt und für ein schnelles Ende eines Gefolgsmannes gesorgt. Und auch der Rest... Helden ist besessener, als ich dachte. Ich frage mich, wie viele Schläger wir noch klein hacken müssen, ehe er es einsieht. Ja, es ist wohl an der Zeit, Lelden zu besuchen. Vermutlich habt ihr recht. So sehe ich es mag, ihn zu ärgern. Lelden gerät langsam außer Kontrolle. Er wird jedoch vorbereitet sein. Er weiß, dass ich hier bin, also auch, dass ich ihm einen Besuch abstatten werde. Mir ist es egal, was wir tun, aber es sollte etwas sein, mit dem er nicht rechnet. Ich will ihn nicht töten. Ihn zu töten würde nur den ganzen Spaß verderben. Hör zu, Lelden wird nicht aufgeben. Glaubt mir, er war mein Partner. Ich kenne ihn. Er hat jedoch eine Schwachstelle. Er hat eine Münze, die er für einen Talisman hält. Er hat sie bei Aufträgen immer dabei, spielt ständig damit herum. Echt nervig. Gut geschützt ist sie wohl auch. Daher will ich sie ihm unter der Nase wegstehlen. Fahrt fort. Versteht ihr nicht? Wenn ich diese Münze in die Finger kriege, gibt er vielleicht auf. Immerhin hat er ohne sie keinen Erfolg mehr. Wenigstens denkt er das. Das klingt nicht wie ein reifer Plan. Ich beweise, dass ich besser bin als er.
Überliste seine Wachen und Fallen, er wird nervös, verliert die Nerven und die Angriffe hören auf. Was gefällt euch daran nicht? Wenigstens können wir dann verhandeln. Er hängt wirklich an dieser Münze. Ich vertraue euch. Danke. Und glaubt mir, ich weiß, was ich tue. Ich habe es euch schon gesagt. Ich lasse nicht zu, dass euch etwas geschieht. So, wo fangen wir denn an? Zuerst müssen wir herausfinden, wo Lelden sich versteckt. Wahrscheinlich will keiner meiner alten Kontakte reden. Anscheinend hat Lelden in diesem Viertel einigen Einfluss. Ophala würde aber wissen, wo er ist. Sie weiß alles, was hier und in Schwarzsee passiert. Ja, sie könnte uns vielleicht helfen. Wir sollten gehen und mit ihr reden. Wer ist Ophala? Ihr gehört die Mondsteinmaske hier im Handelsviertel. Das war einmal ein Ort für Leute, die es gern gemütlich hatten. Seit dem Krieg hat sie dort aber einiges aufgeräumt. Mir hat es früher besser gefallen. Aber hey, der Laden gehört ihr. Jedenfalls weiß sie über fast alles Bescheid, was im Viertel passiert. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was für ein Ort die Mondsteinmaske früher einmal war. Ich würde die Information ja lieber aus Leldons Schergen herausfoltern. Aber so ist es einfacher und macht weniger Dreck. Ja. Also auf jeden Fall sehr schön. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie innerhalb der Gesprächssequenzen den NPCs ausgewichen ist. Das sah zwar was ruppig aus, aber ich fand's gut. Ich fand das wirklich gut. Was bist du denn? Kannst du die identifizieren, ja, bitte? Beschlagene Lederrüstung plus 1. Ja. Ja. Das ist allerhöchstens was für dich, ja, vielleicht. Und wieso bist du jetzt eigentlich da? Was hast du da eigentlich? Ach, die hast du schon. Gut. Ja. Dann werde ich hier jetzt erstmal die Aufnahmerunde beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Gehabt euch wohl.